Stellt euch mal bitte vor, ihr wisst genau, was ihr sagen wollt, aber die Wörter, die kommen einfach nicht flüssig raus, sondern eben stotternd. So geht es über 800.000 Menschen in Deutschland. Einer davon war Nico Michel, 23 Jahre alt, aus Wiesbaden. Richtig. Du hast dein Stottern durch eine Intensivtherapie in den Griff bekommen. Kann man sagen, es ist komplett weg? Also man kann definitiv sagen, dass ich jetzt eine andere Art zu sprechen erlernt habe und was das Stottern vollkommen umgeht. Also das ist für mich eine Heilung, absolut. Wir hören mal ganz kurz rein in eine Aufnahme aus der Therapie, wie das früher war. Dass später im Berufsleben noch schwieriger wird und das fühle ich auch, ja. Wie geht's dir heute, wenn du das so hörst? Also ich finde das super unangenehm, deswegen habe ich die Kopfhörer gerade doch abgesetzt, ehrlicherweise. Ja. Weil es mich an eine Zeit erinnert, die halt einfach für mich nicht schön war, überhaupt nicht. Ich identifiziere mich auch gar nicht mehr mit dem Stottern, überhaupt nicht. Deswegen, das stelle ich hier eher zur Verfügung, um den Leuten zu zeigen, wie krass da die Entwicklung ist, ja. Ja. Ist es schwierig für dich oder wie schwierig ist es für dich, über diese Zeit zu sprechen, in der du noch gestottert hast? Also, wie ging es dir in der Zeit? Also, ich würde sagen, das Leben als Stotterer ist ein ziemlich stilles Leben, weil man statt zu stottern lieber nichts sagt. Und man kann halt kein richtiges Selbstbewusstsein aufbauen, wenn man nicht das sagen kann, was man sagen will, weil man auch nicht der sein kann, der man sein will oder ist, ja, weil halt einfach das Stottern davor steht. Deshalb, es war auf jeden Fall eine schlimme Zeit, ehrlich gesagt. Gerade so die Schulzeit, immer mit Magenschmerzen in die Schule gehen, Angst haben, dass man gehandelt was... zu werden, ne? Ja, das hatte ich tatsächlich weniger. Also ich hatte tatsächlich nie irgendwie Mobbing oder so, cool. Aber irgendwie vorlesen zu müssen, ja, Vorträge halten zu müssen. Also Schule war für mich schon immer angstbehaftet. Okay. Da bin ich auch froh, dass ich trotzdem noch das Abitur durchgezogen habe, obwohl ich da ehrlich gesagt keinen Bock drauf hatte, gerade wegen dem Sprechen. Das Schwierigste, also meine größte Sorge und Angst dabei war eigentlich, dass sich die Leute in meiner Gegenwart unwohl fühlen, weil die halt auch auf irgendwie Sätze mal warten müssen, ja. Mhm. Und da habe ich mich immer so wie so eine Last gefühlt für die Leute, dass ich dann 10 Sekunden für ein Wort brauche. Und dann haben die meine Wörter beendet für mich, obwohl ich das ja eigentlich kann, nur ich brauche halt länger. Mhm. Das war dann immer super unangenehm und dem wollte ich halt aus dem Weg gehen, ne? Ja, und deswegen habe ich dann halt halbwegs wenig gesprochen. Schade eigentlich, aber ganz großen Respekt, Nico. Vielleicht macht ja aber deine Geschichte anderen Mut heute am Welttag des Stotterns. Denn Nico, du hast das dank einer Intensivtherapie in den Griff bekommen, aber auch Rap-Musik hat dir geholfen. Aber erstmal, wie ist das so für dich jetzt, hier so im Radio zu sprechen? Ist das irgendwie anstrengend? Also mir geht's ganz gut. Ja. Ich habe tatsächlich immer noch, gerade in solchen Situationen, Angst zu stottern, obwohl ich ja nicht mehr stottere, einfach weil es so fest in mir drin ist. Und dann nach jedem Wort, wo ich dann denke, ich stottere gleich und nicht stottere, ist es wie so ein Wow-Moment für meinen Kopf. Immer noch. Ja. Weil also sowas hier hätte ich halt nie gemacht als Stotterer, ne? Niemals. Ja. Und also ich fühle mich eigentlich wohl gerade. Schön, das freut mich. Sehr doch, schön. Ja. Das freut mich sehr. Also wir müssen darüber sprechen, aber verrat mir nur eins, weil ich hätte jetzt gedacht, dass Rappen dadurch, dass es viele Wörter in schneller Reihenfolge sind, dass es zusätzlich schwierig ist. Oder irre ich mich da? Also beim Rappen wird eine andere Gehirnhälfte verwendet als beim Sprechen. Ah. Genauso auch beim Singen. Das heißt also, das geht komplett flüssig raus, ohne Einstotterer. Und das habe ich dann mit 15 irgendwann herausgefunden. Ja, da war ich eh gerade so in meiner Hip-Hop-Phase, habe viel Hip-Hop gehört. Ja. Dann habe ich angefangen, Texte zu schreiben und auch zu rappen. Und habe dann gemerkt, hey, das ist ja ein geiles Sprachrohr eigentlich, ne? Dass ich da wirklich sagen kann, was ich sagen möchte, ungehemmt. Und das hat mir ehrlich gesagt ziemlich geholfen in der Zeit. Okay. Finde ich cool. Wir hören mal rein in deinen Song Finaler Akt. Also das ist Nico. Krass, wie viel mir eine Umarmung von dir bedeutet hat. Ich kann dich nicht vergessen, nein, auch wenn ich weiß, ich sollte das. Scheiße, Mann, was ich bei dir gefühlt hab, hab ich nie gefühlt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum dieser Song dir gebührt. Du sahst in meine Augen und blicktest straight in die Seele. Ich sah dir in deine Augen und sah ein perfektes Leben. Fuck, ich höre meine Zeilen selber und das macht mich komplett krank. Dieses Gefühl ist viel schlimmer, als du dir vorstellen kannst. Ich hänge wie ein fucking Addict vor den Chatverläufen. Geil. Frag mich nächtelang, ob ich was hätte retten können. Und du hast nie stottern müssen, wenn du gerappt Nein, hast? Nein, absolut nicht, nie. Ach krass, das ist gar nicht. Okay, wow. Machst du noch Musik? Tatsächlich nicht gerade, ne, weil ich es auch einfach nicht mehr brauche, ne. Mhm. Ja. Und was hast du für Texte geschrieben? Was hast du da gerappt? Also tatsächlich viel über Gefühle und viel auch über negative Gefühle, um das alles rauszulassen, was halt auch das Stottern hinterlassen hat, ja. Und das war ein ganz guter Ausgleich, ja. Finde ich schön, also es war nicht so, ich will berühmt werden, sondern es hat dir einfach wirklich geholfen. Es hatte eine therapeutische Wirkung, du hast einfach alles rauslassen können und
zeitgleich geile Musik gemacht hast. Und das ist ja richtig gut. Danke dir. Eigentlich gilt ja Stottern als nicht heilbar. Ganz grob, wie sah die Therapie denn aus? Es war eine dreiwöchige Intensivtherapie, wo ich da von morgens bis abends therapiert wurde und quasi ein gänzlich neues Sprechschema gelernt habe. In 9 Tonabfolgen mit einer bestimmten Atmung, dass ich das Stottern gänzlich umgehen kann. Ja. Das ist auch nicht anstrengend hier für mich, jetzt irgendwie darauf zu achten oder so. Es kommt raus. Okay, du bist, musst dich nicht konzentrieren nein, auf die Atmung achten. Das ist ganz entspannt für mich. Ich kann mir vorstellen, dass da auch die Logopädinnen und Logopäden, mit denen du da lange Zeit und sehr intensiv zusammengearbeitet hast, sehr stolz auf dich sind. Hör mal. Hallo Nico, wir freuen uns, dass Sie so viel Mut haben, in ein Radiostudio zu gehen und am Welttag des Stotterns ein echter Hoffnungsträger zu sein. Dafür muss man schon sehr viel Stresspegel runtergearbeitet haben und auch Ängste bearbeitet haben. Wir freuen uns, Sie weiter begleiten zu können in der Nachsorge und grüßen Sie ganz herzlich. Viel Glück. Was sagst du? Ja, mega lieb. Dankeschön, Frau Schütz. Das ist die Sabine Schütz, weil das ist nämlich Mutter und Tochter, die die Therapie machen. Ich freue mich, Ihre Stimme zu hören. Perfekt auf den Punkt getroffen. Ja. Was möchtest du Menschen, vor allen Dingen jungen Menschen, die vielleicht doch noch sehr darunter leiden, dass sie stottern, mit auf den Weg geben? Ich muss sagen, bevor ich die Therapie gemacht habe, habe ich selbst nicht richtig glauben können, dass es wirklich funktioniert. Aber ich muss hier den Stottern wirklich sagen, dass es funktioniert und dass es nicht irgendwie eine Zauberei ist oder so, sondern es ist wirklich ein System, was zu 100% funktioniert und es gibt einen Weg daraus, auf jeden Fall. Ja, es ist zwar mit Arbeit verbunden, aber wir hören uns mal in einer halben Stunde genauer an, wie diese Therapie funktioniert und hören, dass Nico leider auch ewig gebraucht hat, um sie überhaupt machen zu dürfen, weil die Krankenkassen sie nicht übernommen haben. So hat sich Nico vor der Therapie noch angehört. Sie hat ja auch, glaube ich, 3 Ausbildungen abgebrochen und meinte, dass später im Berufsleben noch schwieriger wird und das fühle ich auch, ja. Und jetzt ist alles anders. Nico, du hast ewig warten müssen, bis du die Therapie, die alles verändert hat, machen konntest. 13 Jahre. Wir haben da Anträge gestellt ohne Ende, bestimmt so 10 Mal und dann auch Einspruch eingelegt und es wurde einfach nicht bewilligt. Wahnsinn, dass da ein junger Mensch 13 Jahre lang leidet, was man in einem Jahr tatsächlich in den Griff bekommen kann. Sag doch vielleicht nochmal für alle Interessierten jetzt, was ist das für eine Therapie? Die war im Westerwald, darüber haben wir gesprochen. Richtig, das ist die Delphin-Stotter-Therapie nach Frau Schütz. Und ich nehme an, das ist relativ einzigartig in Deutschland. Es ist die einzige Therapie weltweit, die Stottern so in den Griff kriegt, die einzige weltweit. Wahnsinn. Ja, ja. Also da gibt es auch nichts Vergleichbares, überhaupt gar nichts. Und das weiß ich aus erster Quelle, weil ich alles probiert habe. Also deswegen, ja. Wie schön. Okay, das heißt, nach 13 Jahren langem Warten hast du dann diesen Therapieplatz bekommen. Und wir hören es hier, wir sind alle Augenzeuge in dem Fall nicht, sondern Ohrzeuge. Ja, dass es funktioniert. Nico, schön zu sehen, dass du das für dich hinter dir lassen konntest und vor allen Dingen auch allen Hoffnung machen kannst. Es gibt die Möglichkeit, das zu heilen, auch wenn man offiziell sagt, gibt's nicht. Und dass wir uns alle wünschen, dass der Weg in diese Therapie vereinfacht wird für alle Betroffenen. Ne? Definitiv. Ja. Ich hoffe, dass ich auch da mit Stottern ein bisschen helfen konnte und dass die sich vielleicht auch über die Therapie informieren. Es funktioniert wirklich, wirklich. Ja. Und einfach ausprobieren und machen. Und das Einzige, was man braucht, ist Mut und dann funktioniert. Das ist auf jeden Fall. Ja. Einfach machen. Ja, das sind doch Worte, die Hoffnung machen. Oder ein riesiges Dankeschön an Nico, der uns heute von seinem Stottern erzählt hat und dass er dank einer Therapie gänzlich hinter sich gelassen hat und uns auch berichtet hat, dass es oft gar nicht Hänseleien waren, die ihn zermürbt haben, sondern eben die Hemmungen überhaupt, mit anderen ins Gespräch zu kommen. Musik hat auf seinem Weg auch eine wichtige Rolle gespielt, ist ja bei vielen Stars auch ähnlich. Also Ed Sheeran hat die Musik geholfen und Scatman John, der zwar vom Stottern bis zum Schluss nicht gänzlich geheilt war, hat gesagt, dass das Klavierspielen und die Musik im Allgemeinen ihm geholfen haben, seine sprachlichen Defizite zu kompensieren und eben seine künstlerischen Fähigkeiten zu entdecken. Und den hören wir gleich. Wer noch mehr Infos möchte und noch ein bisschen mehr nachlesen möchte über die Geschichte von Nico, findet es natürlich bei uns auf ffh.de und in der App. Hitradio FFH.